Ja, Bargeld gibt es noch keins. Vielleicht ein paar Upgrades hier, die wichtig wären. Ja gut, Ausdauer brauche ich wirklich nicht kaufen. Das kann ich jetzt mal ganz hinten anstellen. Fähigkeit Taschendiebstahl. Oh. Ich habe Katze und Maus war gegeneinander, ne? War nicht Katze und Maus gegeneinander? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das ist alles so lange her. Bargeld, denke ich mal. Ja, 6 Aktivitäten haben wir schon. Nice, 13 von 85 Zielen. Ich habe hier, jetzt hätte ich hier den Wellenkampf bei mir. Ja, dann let's go. Warte, ich komme zu dir. Oh Gott. Ja, die Story machen wir als letztes. Ja, ist irgendwie meistens so. Aber gut, er macht. Ja, die Story ist ja auch immer das kürzeste am Ah, Spiel, drei oder? Wellen, aber dafür ein paar mehr Kills als sonst. Gut. So, ihr Warmduscher. Was gleich wo wurden die Feinde? Wieder mal alles. Ach da. Ja, die ja. Ach, diese Flaschentypen. Ah. Maskottchen sind es. Okay, der Typ Ach ist, glaube ich, ja. schon. Erzieh dich, du Würstchen. Versteht ihr, war das ein Hotdog? Ja, okay, alles klar. Sehr gut. Yo! Ich hab ihn mir gerade aus dem Leben gekickt. Ey, der Typ stirbt nicht, was ist das denn? Ey, du Saftsack. So, jetzt. Mein Gott. Da würde ich mich beschweren. Ja, da geht auch eine fällige Anzeige. Ah, clever. Schön in die Schuss. Ich habe irgendwo ein Basie aufgesammelt. Cool. Zieh dich, Alter. Jo, was ist denn da? Okay. Das ist, glaube ich, nicht so wie geplant. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz ruhig. Oh. Ah, ja, was ist denn hier los? Kann es sein, dass das irgendwie ein bisschen buggy ist? Was? Kommst du denn darauf? Nie im Leben. Den kann ich jetzt gar nicht mehr schießen, okay. Oh, aua. Ich wurde von einem Auto erschlagen, so halbwegs. Was? Jawohl, jetzt mal alles in die Luft, nice. Was denn? Das ist eine Panzerfaust. Oh. Stark. Jawohl. Oh, aua. Oh, sorry. Alles gut. Ah, jetzt habe ich. Ah, die muss aufgeladen. Ah, die muss aufgeladen werden. Ist ja geil. Geile Panzerfaust. Damit haben wir die, also. Bin ziemlich fertig, die Welle. Ja, so gut ja, wie. Also irgendwie, das ist jetzt nicht so ein cooler Fernkampf, das ist irgendwie ein bisschen irre. Alter, oh, Alter, ist der Alter! Digga, ist das die Cyberpunk oder was? Okay. Ich glaube, die grade ich mal ab, die Panzerfaust mit Aufladen. Ich glaube, richtig geupgradet, da ist es ja ein Traumding. Ja, denke ich auch. Okay, cool. Junge! Die Grafik kommt ja gar nicht mehr hin. Ja, aber oh, irgendwie bin ich gerade geschockt worden. Das war ja schockierend. Ach, die hat eine Lähmungspistole, die Alte, und die hat einen Taser. Alter, was ist denn mit den Autos nicht in Ordnung? Ich komme hier raus. Digga, was hat die für ein Giraffenhals? Bruder, hier ist ja alles am Glitschen gerade. Das ist ja wie ein Pokémon. Ich blick das nicht mehr durch, ey. So, dann geht's dir wie mir. Hey, wir haben euch nicht getroffen. Digga, was hatten die gerade für riesen Augen, Alter? Das ist ja gruselig. So much for a hard fight. Wir haben das Spiel durchgepatcht. Qualitätskontrolle wurde gegeben. Alter, was ist denn hier los? Und die sind am T-Posen auch. Das ist halt wirklich wie Cyberpunk. Das gibt's doch gar nicht. Das war ja.
Der hat die so fest im Schwitzkasten gehabt, dass die Augen rausgequetscht worden sind. Ja, wo muss ich denn bei dem Greifenwald hinschießen? Da, wo der Kopf normalerweise wäre oder da, wo der Kopf jetzt wirklich ist? Was ist denn das? Ja. Gehen Sie weg, Sie Esen, der ekelhaft. Also, ich muss sagen, auch ja, Saints Row ist mal ein bisschen buggy, ein bisschen die ganze Chemie. Ein bisschen, ja, ein Oh. Ein ganz kleines bisschen. Wenn man ganz genau hinguckt, könnte man auf die Idee kommen, dass es buggy ist. Aber nur, wenn man ganz genau hinguckt. Und auch nur, wenn man sehr, sehr kleinlich ist. Ey, Hotdog-Mann, stehen geblieben. Ach, wie geil. Was? Junge, ist hier ist ja... Hier los. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Werden sie nicht Re-Elected und Early Access Version nehmen sollen, dann wäre das hingekommen. Re-Elected, Early Access, ja. Natürlich. Hat die keinen Arm gehabt? Dann gehen sie mal bitte, Können Sie mal aufhören, so rumzueiern hier? Ja, tschüss. Die, ja. Ey, Alter, stehen bleiben. Ih, was hast du denn für einen Stalker? Ey, das sind ja die magersüchtig oder was weiß ich, was die ist. Und die läuft über Kopf, Hilfe. Also, ich jetzt glaub, einfach gegen die Autos gegen, die können mich alle mal am Arsch lecken hier. Ich glaube so. Hilfe! Hier geht es ja nur auf. Ja, das sag ich doch. Oh Gott. Alter, ich kann heute Abend. Oh, nachher nicht schlafen. Grüß dich. Du Frosch. Oh. Alter. Junge, was ist hier los, ey? Hier geht, ich hatte nur Beine. Oh Gott sei Dank, schnell weg hier. Das war ja richtig räudig, Alter. Friedeil nochmal. Ja, damals wurden die Spiele wenigstens noch gepatcht, ne? Sagen Leute immer. Das ist richtig. Das ist richtig. Geh zum Ziel, da geh ich hin. Geh in das und warte auf, dass dieses Ziel erscheint. Okay. Was tue ich? Was nur gemacht? Ein Attentat. Keine Ahnung. Attentat, das wird bei mir schon nicht angezeigt. Töte das Ziel. Das sind aber drei Ziele. Nochmal. Das sind die Ziele dann. Nee, könnt ihr kein Deutscher aus. Sehe ich die schon wieder nicht? Das ist doch kacke. Weil es meine Aufnahme ist, ich davon ausgefahren wurde. Ich wurde nicht davon ausgefahren, ich nehme mal zurück, ich besterbe mich, oder? Hat die aber auch Superkräfte, ist unfair. Ich hab die Superkräfte. Oh, die haben sogar ganz schön krasse Superkräfte. Aber ich habe ihn eingefroren. Okay. Weißt du was? Was ist das? Hör auf damit! Ich mobb ich. Gut, ich kann sie gerne Dach machen, ne? Ist da noch ein Unruheherd gespawnt, na ganz toll. Mit helfen? Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich heilen kann. Ein paar Gesundheitspickups aufsammeln. Mal sterben? Danke. Lauf! Oh, dem machen wir zu viel Schaden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wer trifft denn die ganze Zeit? Ach, die hier hinten. Ja. Energie wäre nicht schlecht, oder ganz lang dann mal. Oh, ich hoffe, es gibt doch hier noch ein Upgrade, dass man Regeneration kaufen kann. Weil das ist echt übel. Oh, da liegt Energie rum. Ja, ich bin auch noch fertig. Nice. Sehr gut. Aber jetzt aber hat jetzt das auch angezeigt. Das ist schon mal gut. Übernehme. Nice. Okay, ich glaube, es war eine ungünstige Kombination irgendwo gerade. Ach du Scheiße. Ja, definitiv. Egal, wir haben es geschafft. Hier ist doch ein Wellenkampf. Oh lol. Ja, dann rein da. Scheiß drauf. Oh Gott, ich hab Angst. Welle 1 und 2, 12 Kills. Ja gut, das kann ja so schwer nicht sein. Gibt es jetzt bitte normale Gesichter und normale Hackfressen? Ich kann es nur hoffen, weil das war schon ein bisschen eklig. Also man schießt auf mich? Ja, ich sehe schon mal. Ich geht, das sind ja... Achso, jetzt sitzen die auf welchen Maschinen. Irgendwie sind die komisch geworden, die Wellenkämpfe.
so much for a hard fight. Wow, was ist mit ihm los? Oh, der hat. Ah, der hat so einen kleinen Sidmaster bei sich, so ein Schildorb. Oh, Wirbelbeinbruch. Zu Recht. Ja. Ah. Entschuldigung. Danke für die Spende. Eine Spende. Ja, ich bin beschossen. Oh mein Gott. Hallo, aufhören. Ich kann mich daran erinnern, dass ich aufhören gesagt habe, tatsächlich. Ja, das hast du wirklich gesagt. Kann ich bestätigen. Okay, von da oben, ey. Ist ja widerlich, dann hier unten nicht schießen. Ja, wenn ich hören will, muss ich fühlen. Das ist doch ein Idiot. Problem ist. Die Gegneraufteilung und so habe ich irgendwie das Gefühl, dass die eher darauf ausgelegt ist, dass man eine Regeneration hat. Ja, das bilde ich mir auch ein. Aua. Okay, der Typ hat wohl nicht mitbekommen, dass er im Einsatz ist. Soll mir recht sein. Ja, er spielt bugt wieder. Okay, ja. Ja, zumindest nicht ganz so schlimm wie eben. Okay, das war aber auch eben ein bisschen. Bisschen viel, ja. Minimal, ja. Easy. Oh, Alter. Geld abheben. Habe ich Geld? Nee, noch nicht. Hab schon. Sammelt Kurve. Kräfte nicht, Upgrade. Geh nochmal zum Waffenladen. Ah, jetzt ist. Was ist mit dem Spiel los, ey? Ich bin tot. Ah ja. Warum bin ich tot? Ich hab nicht mal. Okay. Ist doch. Ach, Kacke. Egal. Ich hab meine Waffen jetzt komplett auf Schussrate abgegradet. Sehr gut. Ja. Oh, Hallöchen, Hallöchen, Scheiße, Was hast du denn da gefunden? Dings da, Gang hier, unsere Herde. Ich komme, warte, ich bin sehr weit über dir gerade. Aber wenn ich jetzt den Stampfer hätte, wäre das so geil. Ich bin mal so neugierig und denk mal so, ah, was ist denn da oben? Ah, da unten ist aber schönes. Nice. So easy. Ja, ich bin ja gerade oben so ein bisschen über die Wolkenkratzer gesprungen, bin einfach da runter gejumpt zu dir. Nice. Ich weiß nicht, wollen wir mal die Flucht machen, wo man zum ersten Mal die Simulation ausbricht? Ist das jetzt die nächste Hauptmission? Ja, oder? Das ist die Hauptmission, ja. Ja, lass machen, auf jeden Fall. Dann können wir doch vielleicht noch mehr Kräfte freischalten. Genau. I constructed a door that'll allow your mind to get out of simulation and back into your body.
Dachte ich auch. Alright, fill me in, Kinsey. What do we know about the Zin invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. So we got people left on Earth. Good to know. Once you're free from... Kinsey, the door's locked. Tritt die Tür ein. Mensch. Wrong door. Oh. Lustig. Oh. Nicely done. Well, that didn't go terrible. Can you quit being a baby and just look, walk lady, in? We're doing this in my time. No, you're not. Das ist halt so ein Matrix-Shit, ey. Ich fühle mich ja wie ein Klo an der Bushaltestelle. Mir ging schon besser. Synchronkotzen. Geil. Das ist auch so eine Frage, die ich mir schon ewig stelle, ne, Pyrus? Wenn beim Synchronschwimmen einer ertrinkt, müssen dann alle ertrinken? Eigentlich ja. Ja, ne? Würde ich schon sagen. Das ist asynchron, das geht nicht. Oh Gott. Richtig. Ah, fröhliches Kotzen. Grimmig. Where is Kinsey? Kinsey, ich meine, das zum Kotzen nicht weg. Ah, warte auf mich! Komm, ich so sitze, ist das scheiße. Läuft, wie du dich da an der Wand lang schleifst, ey. Ich bin nicht besoffen. Ich habe nichts getrunken, Officer. Ich kann auch Auto fahren. Oh, hi. Guten Tag. Du siehst auch. Oh! Ey! Gib das her. Leid, bin ich zum Kotzen. Aber oh, ich finde dich noch mehr zum Kotzen. Leid. Aber ich habe jetzt deine Waffe. Jetzt würde ich einfach auf ihn kotzen. Einfach auf This sure as shit ain't Kansas. Ja, machen wir jetzt eine Sam Fisher Splinter Cell Mission, klar. Dafür ist Saints Row bekannt. Star ja, sure in Kansas. Einfach so der Zauberer von Oz. Anspielung hier. Lol, wir haben ohne es abzusprechen, die richtigen ausgewählt. Geil. Nice. Entschuldigung. Wo ist hier das Klo? Wenn ihr Ziniac seht, ne, macht ein Foto von meinen haarigen, dicken Klöten, das könnt ihr ihm dann zeigen. Dann könnt ihr sehen, was ich von ihm halte. Das wäre aber so ein richtiger Saints-Move. Ja, deswegen. Ja, ist ja wie Doom hier, Alter. Na, hey, Lodger. Nee, noch nicht. Okay. Aber... Ich glaube bald. Mal, du holst Doom nach, ich hol Haus nach. Ja, wir haben beide irgendwas. Ja. Oh, das erste Doom hat so viel. Also, das erste Doom von der Neuauflage hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich richtig auf Eternal. Ich mochte die Story vom ersten, den wir auch mit dir durchgelesen hat. Ich mach das auch nicht. Ich lese das durch, weil ich die Story mag. Die Welt irgendwie. Fand ich das sympathisch. Ja, es hat einfach gut reingepasst. So, es muss ja nicht so wahnsinnig komplex und mega krass geschrieben sein. Es soll einfach nur zum Setting passen. Das Set, ja, würde auch zu Doom auch nicht passen. Eben. Shit. Kinsey, where the hell are you? Wait, uh-oh. Wait the road. Oh, fuck. Erhalt, ne, wenn die abgehen musst. Tell Zinya, ja. I'm coming for him. Don't worry, I'll be there. Blah, blah, blah. Fuck. Mm.
kill enough of you, I'll just build a ladder back to Earth. Come on! I'll kill every last one of you! Stimmt, wir haben ja keine Bastardfähigkeit. Nee, wir sind ja jetzt hier in der echten Welt. Fuck. Is this on? Can they hear me? Leider, ja. Well, hello. I see you're attempting a noble escape. Understandable given your situation, but I urge you to turn back. Abgelehnt. Abhauen ist keine Option. Oder aufgeben. Also schießt ihr so scheiße, dass ihr uns nicht trefft, bitte. That's a Stormtrooper shit. Oh! Ach, können sie das ganze Schiff gekapert. Nice. Der hat jetzt auch der Wilhelm Scream befehlt. Perfekt. Ich will gerade ein bisschen schwierig, du musst dich festhalten. Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. No. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out. Ja, minimal. Ach, jetzt muss einer fliegen und einer schießen. Ich glaube, ich muss. Glaube ich. Ich muss einen Abflug machen. Ja, okay. Du fliegst auf jeden Fall und ich schieße. Wait, you saved Keith David before me? Why? Because he's more famous? Was steht da? Wollte er drücken für was? I passed by him on the way out. Was? How did you get out? Let's just focus on flying, shall we? You're right. Ja, geil! Stimmt! Radio signals bounce around space for. Oh, das hat damals auch ewig gedauert, weil ich so geleckt habe. Geil, Mann. Piss euch, ihr Früchtchen. Ich höre hier Musik. Oh, wir wurden gerade. Achso, von den Dingern. Ach du Scheiße, okay. Das schaffst du schon. Nice. Geil, Mann. Oh. Oh, das war ein bisschen knapp, egal. Das ist so Saints Row. Ah, schön. Ah, und jetzt ist so ein Blöd, wo das ein bisschen blöd ist, dass man den Icon hat, ne? Dass du dabei bist. Das zweite ist, das ja weiß, das klingt ein bisschen irgendwie ungewöhnlich im Spiel. Ja, klar. Naja, egal. Wir sind gespannt. Wie in der Fahrschule, schön links abbiegen. Jetzt abbiegen. Jetzt zieht euch, ihr Affen! Ah, mit Doppel-Leertaste kannst du so einen Spin machen. Wenn du Doppel-Leertaste hast, dann drehst du dich einmal um die eigene Achse so. Okay, macht er irgendwie nicht überall. They're closing us in! Stay on target. Oha. Ich glaube, hier wirst du es einmal machen müssen. Irgendwann. Ja, nur das Problem ist, das Spiel meint es nicht tun zu müssen, aber ist auch egal. Ah, wir sind raus, cool. Geil. Nice! First try diesmal, sehr schön. War so ein bisschen ein Todesstern, ne? Star Wars. Ja. Geil, wir haben nie First Try geschafft, aber immer mit Leben, oder? Ich finde immer, du schaust schwer. Irgendwie. Uh-oh. We're not really leaving the others, are we? Hell no. We're taking the fight to Zinyak. We'll need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? It's all gone.
productive day? You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Xenia plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Xen security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Xenia. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Xen Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized. And a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Ja gut, das war dann die Erde. Und Akt 1. Beides. Und Akt 1. Oh. Johnny fucking Geld. Ah genau, bei den Gateways kann man zwischen Schiffen Simulationen hin und her reisen. Das ist echt so Matrix-Shit, Alter. Kinsey und Keith sind da, perfekt. Okay, cool.